Herzlich willkommen bei Hardwelux TV. Heute nochmal mit dem Asus iPad Transformer, aber diesmal mit Honeycomb 3.1. Und um einmal zu zeigen, dass es wirklich sich um 3.1 handelt, gehen wir in die Einstellungen über das Tablet und hier sieht man die Android-Version. Alles klar. So, was wurde in 3.1 verbessert? Vor allen Dingen die Gesamtperformance des Tablets bewegt sich jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Wenn man jetzt mal hier das Scrollen der Homescreens sieht oder das Öffnen der App-Liste, das Öffnen von Programmen, das Ganze geht viel angenehmer vonstatten. Ja, weiterhin hat sich noch geändert der App-Launcher, der jetzt durchscrollbar ist. Dadurch kann man deutlich mehr Programme aufhaben auf einen Schlag und zwischen diesen wechseln. Weiterhin neu im Browser. Da kommen wir gleich noch zu. Im Browser die neuen Quick Controls. Zum einen kann man einen Tab jetzt direkt schließen. Man kann zwischen den Tabs wechseln. Der neue Browser in Honeycomb 3.1 hat eine deutlich verbesserte Performance gekriegt. Kann ja einfach mal auf eine relativ aufwendige Seite gehen. Versuchen das einfach nochmal. So, jetzt sieht man, die Seite baut sich auf. Das Scrolling ist deutlich flüssiger. Pinch to Zoom geht auch deutlich besser. Und auch Double Tap to Zoom funktioniert sehr gut. Das Ganze fühlt sich deutlich besser an als noch in 3.0.1. Und die Browser-Performance kann sich demnach wirklich sehen lassen. Ein weiteres Feature von Honeycomb 3.1: Endlich laufen 720p-Filme auf YouTube flüssig. Dazu habe ich hier schon mal was vorbereitet. So, man sieht, das Ganze läuft butterweich und im Vergleich jetzt dazu im Browser gleiche 720p-Version, gleiches Video. Ruckelt immer noch sehr stark. Das finde ich ein wenig schade und wir hoffen einfach mal, dass das in den nächsten Versionen behoben wird. Ebenfalls neu in der Galerie lassen sich jetzt auch Fotos scharf anzeigen. Das hat vorher nicht funktioniert. Man sieht es hier, die Fotos sind scharf, beziehungsweise werden scharf gestellt. Als letztes Feature will ich nochmal zeigen, veränderbare Widgets in der Größe, in der Breite, je nachdem, wie das Widget es zulässt. Man kann es dann abspeichern und hat ein größeres Widget als vorher. Funktioniert nicht mit jedem, beispielsweise mit der Uhr geht das Ganze nicht.